Hey Leute, ich bin Mac Haverick. Ja, hier könnt ihr einmal meinen Spierstrauch sehen. Und hier könnt ihr sehen, was ich hier schon alles rausgenommen habe. Ja, das wollte ich jetzt nicht mit rausnehmen, aber dieses ganze trockene Holz, ja, was im Prinzip nicht mehr austreibt. Und zwar ist es so, dass der Spierstrauch ja von innen verkahlen kann. Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, das möchte ich euch einmal in diesem Video sagen. Ja, für mich ist der Spierstrauch ein sehr, sehr schöner Busch oder eine sehr, sehr schöne Pflanze. Ich mag einfach hier diese wunderschönen weißen Blüten im Frühjahr. Allerdings sieht meiner jetzt hier nicht mehr so schön aus, wie man das sehen kann. Er treibt nicht mehr überall aus. Es ist sehr viel Altholz, ja, hier drin enthalten, weil der einfach ja von innen verkahlt ist. Teilweise kann ich das sogar so rausbrechen, wie ihr seht. Und ja, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass ich den hier habe wachsen lassen. Und dann ist es natürlich so, irgendwann dringt nicht mehr so viel Licht rein, ja. Die Nährstoffe werden sich gegenseitig entzogen, die Pflanze wird zu groß. Und ja, dann verkahlt halt so ein Spierstrauch schon mal von innen. Und dann sieht er irgendwann nicht mehr so schön aus, weil er dann ja stakelig wird und auch unten nicht mehr so schön austreibt. Ja, was kann man machen, damit einem das nicht passiert? Man kann die Pflanze regelmäßig gut zurückschneiden, damit sie immer wieder Kraft hat und gut austreibt. Oder aber, ja, in dem Fall, wie es jetzt bei mir ist, wenn es geschehen ist, dass man eben, ja, diese kahlen Stellen beseitigt. Ja, dass man sich da so ein bisschen durcharbeitet, immer mal anschaut, wo noch Leben drin ist, ja. Hier, der treibt schon wieder langsam aus, dieser Ast hier. Aber, ja, sind auch einige drin, wenn man mal schaut, die eben, ja, nicht mehr austreiben. Man muss natürlich vorsichtig sein, welche, die noch heile sind, die will man nicht zerstören. Hier ist zum Beispiel noch Leben drin. Ja, man kann aber auch trockene Äste mal so ein bisschen anfassen und ja, wegbrechen, wegschneiden und dann lichtet man das Ganze so ein bisschen aus, damit eben diese ganzen kahlen, trockenen Stellen ja beseitigt werden und am Ende dann halt nur noch ja, das übrig bleibt, wo noch Leben drin ist, was noch blüht, was noch austreibt. Und ja, so wird die Pflanze dann natürlich verkleinert, aber sie sieht dann wieder wesentlich besser aus. Und anschließend sollte man sie dann natürlich auch ja regelmäßig etwas stärker zurückschneiden, damit sie eben nicht mehr ja so verkahlt, wie das hier der Fall ist. Ja, ihr könnt das sehen. Ich hole das hier teilweise ganz raus. So, und das werde ich jetzt auch erstmal weiterhin so machen. Ja, hier ist noch Leben drin. Den lasse ich bestehen. Hier ist schon wieder kein Leben mehr drin. Kann ich sogar so rausziehen. So, den ganzen Kram habe ich jetzt hier rausgeholt. Ja, Strauch sieht jetzt nicht mehr wirklich schön aus, ganz klar. Dieses Jahr, ja, soll er sich erholen, sich regenerieren und dann soll er im nächsten Jahr wieder schön aussehen. Jetzt ist er wirklich sehr, sehr kahl. Ja, achtet aber darauf, dass ihr keine Äste rausbrecht, wo noch Leben drin ist. Ihr seht das hier, der sieht auch schon recht tot aus, aber hier ist noch ein Blatt dran. Ja, also diese Aktion solltet ihr nicht zu früh im Frühjahr machen. Macht die erst so Ende Mai, ja, oder im Juni rum, wenn der halt auch schon gut ausgetrieben ist. Weil hier seht ihr einige Äste, die nach und nach doch noch ein bisschen austreiben, die einfach ein bisschen später gekommen sind. Und das will man natürlich erhalten. Deshalb sollte man das nicht zu früh machen. Natürlich habe ich vorher geguckt, bevor ich diesen Pflegeschnitt hier gemacht habe, ob ja Vögel drin sind. Dem war nicht so, deshalb bin ich beigegangen. Ansonsten hätte ich es halt nicht machen müssen. Sonst hätte ich warten müssen, bis die Vögel draußen sind. Somit kein Problem, weil eigentlich soll man seine Büsche ja gröber zurückschneiden. Bis zum 1. März, wenn die ja, Nistzeit beginnt. Und das, ja, hier habe ich Glück gehabt. Ich habe hier auch noch nie einen Vogel drin gesehen oder drin gehabt. Ich habe hier noch einen zweiten Spierstrauch, den kann ich euch mal zeigen. Das ist der hier. Hier sind auch keine Vögel drin und der sieht besser aus. Den schneide ich nämlich regelmäßiger in Form und da passiert mir das nicht. Ja, wie gesagt, verloren ist nichts. Man kann die Pflanze wieder aufpäppeln. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ihr das gleiche Problem habt, ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Bis dann, euer Mac Haverick.